Welcome to the Jungle. Rumble in the Jungle. Tja, das sagt man auch oft. Okay, wir haben Mario Kart Musik. Von der Dschungelstrecke, aber von welchen... Boah, von welcher Strecke, aus welchem Spiel ist das? Puh, da müsste ich jetzt echt hart überlegen. Mario Kart DS? Nee, Double Dash. Und zwar die Dino-Strecke. Oh, das kommt jetzt überraschend. Bin ich mir jetzt sogar... Nein, nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher. So. Anstatt hier einfach durchzurushen, hätte ich mir auch schon nach einem Secret Exit halten sollen. Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ich wette, ich bin gerade dran vorbei. Das sah nämlich ebenso danach irgendwas aus. Ah, wir schauen mal. Yeah, aber ich will das haben. Kann nicht auf diese Bäume drauf. Okay, Schlüsselloch. Damit ist die Hälfte schon mal geschafft. Aha. Oh, der Schlüssel ist spawned, wenn die alle tot sind. Ich kann die auch nur töten, wenn ich eine Vollblume oder Cape habe, ne? Gut, dass es jetzt gerade mal da war alles. Okay. Gut, dann bin ich wohl noch lange doch nicht dran vorbei. Nächstes Level mit auch einem Secret Exit. Aber erstmal eins nach dem anderen. Beenden wir erstmal das hier. So, jetzt kennen wir das ja schon ganz gut. Zumindest bis zum gewissen Punkt, das Level. So, kann man es hier durchrushen, ne? Als würde ich mal irgendwann was anderes machen hier. Okay, das Fliegen ist fantastisch. Ach, spring doch! Er ist nicht gesprungen. Verdammt, kein Cape mehr. Oh, das war echt blöd gerade. Ja, einfach in den Tod gelaufen. Na gut. Dann schlagen wir uns jetzt mit Vollblume rum. Damit kann ich auch Rambo-mäßig alles kaputt machen. Für dich und für dich. Und keiner wird ausgelassen. Okay, der da oben wird ausgelassen. Der hat Glück. Der darf leben. Oh, ups. Dafür gibt's Ersatz. Oh, dafür gibt es keinen Ersatz. Dann sollte ich mich jetzt zusammenreißen. So. Bevor mir irgendwas ganz Schlimmes noch passiert hier. Oh, wunderbar. Okay, geschafft. Und noch ein Pilz. Den wir fürs nächste Level übrig haben. Die Musik, die wollte wieder von vorne anfangen. Aber das Spiel sagt nö. Ich glaube, ich bin noch nie als kleiner Luigi durchs Ziel gegangen. Weil diese Pose, glaube ich, kam mir jetzt nicht bekannt vor. Also diese, wenn der klein ist, in diese Pose zu haben. So, bevor wir in 4-2 reingehen, machen wir doch einfach das 4A-Level. Big Bug Bock. Wow, scheiße, das Viech habe ich nicht gesehen. So, die Musik ist... Ich weiß es gar nicht mal. Ich glaube aus Mario RPG. Also klar, es ist so... Cave-Musik mäßig. Yoshi! Oh yeah! Wo bist du gewesen das ganze Spiel lang? Das verstehe ich nie in diesen Hacks. Das machen so viele Super Mario World Hacks so. Die bringen zwar Yoshi mit ins Spiel ein, aber dann vielleicht für ein, zwei Levels in Welt 4 jetzt in dem Fall. Denke ich mir so, Alter, was war denn die ganze Zeit? Nicht, dass er in jedem einzelnen Level vorkommen müsste. Die Zunge finde ich interessant. Guckt ihr euch mal an, die ist so gewellt. Aber trotzdem, so selten... Ich sage immer so ganz oder gar nicht halt, ne? Je, der frisst Spinnen, das ist ja eklig. Na, der kann jeden Scheiß essen, das ist ja aber Spinnen. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesen Sumpf rein kann. Ich riskiere es jetzt mal nicht. Okay, super Animation. So, ich weiß nicht, ob der Yoshi behält. Achso, das ist einfach der auch ein Secret Exit, ne? Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Okay, wir gehen nochmal rein. Yoshi wird tatsächlich behalten. Geil. Wenn ich es richtig anstelle, würde ich nie wieder verlieren. Aber ich glaube da nicht dran. So, jetzt nochmal hier gründlich gucken. Wenn ich mich geschickt anstelle, werde ich Yoshi nie wieder verlieren, sagte ich. Und kaum im Level war der weg. Aber das ist gemein, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Weil... Diese Biene, die ja genau am Anfang kommt, die ist so gemein platziert, die hat mich ja eben schon getroffen. So, aber was soll's. Hier ist ein neuer, der alte ist tot. Falls ihr denkt, es ist
Yoshi ist wieder zurück. Nein, es ist ein neuer Yoshi, weil der alte Yoshi ist gestorben. So, wo könnt ihr jetzt hier ein Secret lauern? Ich meine, theoretisch könnt ihr auch hier hoch. Und hier ist nichts. Ah, eine Röhre. Clever. Nicht die Röhre, verdammt. Gut, das ist dann wohl nicht die Lösung. Was passiert denn, wenn ich auf... Ach so, wenn ich auf Select drücke, kann ich das hier machen. Mal schauen. So, das hätte ich aber auch ganz gerne. Auch nicht. Das könnte es sein. Ich meine, wo auch sonst. Ah, okay, wir brauchen nur Yoshi dafür. Und dann haben wir es. Okay, ich habe mir schon gedacht, das könnte irgendwas mit Yoshi zu tun haben, das Secret Exit. Oh, und der grüne Switch, den haben wir zumindest. Dann fehlt der rote. Den roten habe ich irgendwo nicht bekommen. So, Yoshi darf leider nicht mit ins Level rein. So, so ein Muncher Run, den kriege ich hin. Zumindest bis jetzt. So, ich guck mal, ich kann kaum Anlauf sammeln, dass mein PC sich füllt. Merkt ihr das? Eigentlich in jedem Level ist das so. Oh, hey, das sah gerade ein bisschen verbuggt aus kurz, aber was soll's. Yeah! Da. Wo zur Hölle ist der rote Switch hin? Denn ich weiß wirklich nicht. Was soll's? Shit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwas gründlich suchen sollte zwischen den Parts, aber ich bin auch zu voll zu. Aber eigentlich will ich das ja schon haben, ne? Naja, gut, damit haben wir das Level gelöst. Dann können wir jetzt weitermachen im Spiel. Reno Romp. So, Yoshi behalten wir fröhlich. Aber ich denke, meine Vorausschauung wird es ergeben. Der wird nicht mehr lange behalten. Irgendwann ist er der schneller weg, als ich denke, sagen wir so. So, Feuer. Das Feuer hat gar kein Gesicht in diesem Spiel. So, die Musik ist aus New Super Mario Bros. Friss. Okay, dann nicht. Na gut, ich werde zwar oft getroffen, aber Yoshi landet bis jetzt immer nur irgendwo, wo der nicht runterfallen kann. So. Selbst auf die Mancha darf ich drauf. Hui. Das macht Spaß. Mal was ganz Neues Yoshi zu haben hier. Macht's das Spiel leichter? Ich weiß es gar nicht mal. Man kann zumindest auf Mancha rumlaufen, das ist nice. Aber im Prinzip ist seine Zunge ja so eine Waffe wie eine Feuerblume auch. Also ist einfach nur anders, würde ich sagen, aber nicht wirklich leichter. Gut, doch an sich schon leichter, weil ich mich ständig treffen lassen kann, wie so ein Blöder. Mir nichts dabei passiert. Boah, ich darf sogar die fetten Rexe, nicht Rexe. Maulwürfe fressen. Oh, Riesenröhren. Cool. Und Riesen-Koopas. Oh, die sind cool. Die kenne ich aus anderen Hacks noch. Achso, ah, okay. Daraus wird kein Feuer. Die werden einfach wieder ausgespuckt, wie sie sind. Und das war's. Ah, verdammt. Das war echt eine Frage der Zeit. Ich hab's ja gesagt. Schade. Aber es hat ein ganzes Level noch gehalten. Der gute Kerl. Aber das finde ich echt schade. Den gibt's... Ich weiß nicht, ob der jemals wiederkommen wird oder... Also das ist echt eine Rarität, Yoshi zu bekommen in diesem Spiel. So, aber für ist das Level auch ordentlich kurz gewesen. Ui! Geschafft. So, der Hintergrund ist eigentlich gar nicht mal so dschungelmäßig, sondern das ist einfach die normale, der normale Hintergrund aus dem normalen Super Mario Bros. 2 Level. Terror-Tempel. Okay, wenn hier Terror auf einen wartet. Das war schon doof. Was hat es mit diesem Block hier auf sich? Ich kann den schieben. Ja, damit kann ich... Ah, es hatte doch einen Sinn. So, wahrscheinlich ist dann diese eine Tür nur so eine Fake-Tür. Oh, fuck. Ah, ich muss mich beeilen. Komm schon. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich die schneller schieben kann. Ich habe jetzt auch extra nicht das Power-Up genommen, weil ich mir schon dachte, ich sterbe hier bei dem Versuch, damit ich es für jetzt habe.
Okay, also ich habe das System, also was ich eigentlich tun soll, geblickt. Nur ich habe nicht geblickt, wie schnell ich diese Dinger da schieben muss. So, jetzt aber ganz schnell. Das geht schon voran. Diesmal. Boah, ist aber knapp. Habt ihr gesehen? Ich habe mich beeilt wie Scheiße und das, ich sag mal, gerade so noch gereicht. So, hier haben wir den nächsten P-Switch. Ja, keine Ahnung, wo ich den jetzt ansetzen soll. Achso, Rätsel gelöst. So, dann landen wir hier oben. Wie kommen wir überhaupt hier hin? Hier ist nicht mal eine Tür, die da hinführt. So, entweder wir schieben das dahin. Ey, der Geist. Oh, fuck, ich steck fest. Krass. Ha, da steckt man fest. Oder ein silberner Switch. Was zur Hölle? Okay, wir gucken mal. Damit löse ich die Geister auf. Natürlich könnte das theoretisch jetzt in alle Richtungen gehen. Was geht hier so ab? Ach so, dass es rein kann überhaupt erst. Ja, dann wird es 100 pro die linke Tür sein, wo ich rein muss. Weil es die anspruchsvollere ist. Wo bin ich wieder? Ah, ich bin wieder hier, seht ihr? Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich einfach den Stein da reinschieben würde, links, also jetzt gleich, dann wäre er noch zu hoch für die Tür. Deswegen muss ich erst die Manche dabei entfernen. Geht mir halt glaub die Kehle mal kaputt beim Reden. So. Ja, die stören nur ein bisschen die Geister hier, ne? Aber das Gute ist, sie lösen sich wenigstens auf. Und ich hänge mich selbst ein bisschen auf dabei. Oh, Mann. Okay, dann kommt hier hin. Wie ihr wollt. So, jetzt lass mich bloß in Ruhe. In Ruhe. So. Boah. Okay, komm, wir drücken. Ich werde getroffen. Aber es ist okay. Oder ich werde sogar nicht getroffen. So, jetzt lass mich verfickt nochmal in Ruhe. Ja, Ratten, ey. Die stören ganz schön. So. Ja, da habe ich schon eine Münze gesehen, die da verborgen wird. Ja, das Spiel sagt, also das Spiel will, dass ich den Stein dahin schiebe, aber ich sag einfach, der Geist tut's auch. Ah, schnell rein da, Alter. Mist, habe ich mich noch treffen lassen. Was soll's? Hauptsache, wir haben es geschafft. Der erste Level war schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber wir haben es geknackt. So, auch hier ist die Frage, hätte es ein Secret Exit, aber ich glaube nicht. Wir gucken mal was. Ne, das hat das Secret Exit. Ich habe mir schon gedacht, wegen diesem Todd-Haus da oben. Okay, Treetop Tussle. So, und hier ausschalten. Der Hintergrund ist aus Yoshi's Island. Okay. Nicht getroffen. Hier darf ich jetzt stehen, weil ich ganz fleißig und brav mir den grünen Switch geholt habe. So, und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ha, scheiße. Aber ihr habt verstanden, was ich versucht habe, ne? Ich will die ja aufknacken. Oh Mann, ich bin aber echt schlecht drin. Ja, da kommt Yoshi raus. Warum Yoshi? Ich habe ja fest damit gerechnet, da würde jetzt ein Cape rauskommen. Aber Yoshi aus so einem Block habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, dann haben wir jetzt wieder Yoshi. Freut mich. Zwar ist das vom Spiel nicht vorgesehen, dass ich hier Yoshi bekomme, aber ich hab's. Oder ich hab ihn. Oder ist das ein Sie? Ey, da wusste ich nicht, dass ich da. Ich wusste nicht, dass ich da frecken werde. Blöd gelaufen. Naja, probieren wir es nochmal. Jetzt weiß ich jetzt zumindest, wie ich einen Yoshi-Vorrat hier krieg. So. Ist nur nicht ganz so easy. Man muss das perfekt timen. So, jetzt habe ich es geschafft. Direkt. Boah. Hilfe. So, ich muss hier echt aufpassen wegen dem Boden und so. Das kann natürlich auch sein, dass hier in der Röhre das Secret Exit sein könnte. Aber ich komme da nicht hin. Nee, das war es nicht wert. Aber jetzt wissen wir es ja besser. Hm, scheiße. Nur weil ich in die Röhre rein wollte da oben. Ich wollte gucken, ob man da rein kann und dann verrecke ich komplett. Nicht mal mehr der vom Yoshi runterspringen-Trick klappt. So, komm, jetzt aber einmal richtig. Jetzt langsam reicht's. Oh, den wollte ich nicht töten. Oh, na gut, hier sind eh noch genug Koopas. Was soll's, erst hat eh schon gereicht. Wow, langsam. Sonst werde ich hier getroffen.
Aber ich wollte nur gucken, ob ich hier rein kann. Kann ich nicht, also Rätsel gelöst. Dafür musste ich jetzt nicht extra noch sterben gehen. Oh, da oben. Na toll. Aber ich weiß ja nicht, ob das das Secret Exit ist hier. Sieht eigentlich gerade nicht so aus. Nö, ist es nicht. Pech gehabt. Wo zur Hölle lande ich hier? Aha, direkt in die nächste. Wo ich wahrscheinlich nur rein kann durch den Switch, den ich gesammelt habe. Okay. Bringt mich da hoch. Item Heart, Pizza Heart, Donkey Kongs Heart. Das sieht doof aus. Könntest du den Yoshi herausbringen? Er isst alle meine Bananen auf. Nein. Fick dich, Donkey Kong. Das sieht voll komisch aus übrigens. Nein, Yoshi bleibt. Aber cool, dass das so programmiert ist, dass wenn Yoshi dabei ist, dass dann irgendwas passiert. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja einen Fehler, eine Fehlermeldung oder was, wenn da ein Item und Yoshi wäre. Aber ich finde es cool, dass es so ein Szenario gibt, dass dann Donkey Kong da irgendwas sagt, wenn Yoshi dabei ist. Der frisst alle Bananen auf. Da waren nicht mal Bananen. So, jetzt können wir ja ganz fröhlich normal weitermachen. So, ab hier ist das sowieso ganz neu. Haben wir noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Oh, oh. Puh, gut, Glück gehabt. Ah, naja, ich kann hier gleiten und im Notfall, Gott bewahre, von Yoshi runterspringen. Also bin ich hier sehr flexibel. Da ich gerade nicht getroffen wurde, ist auch schon nice. Okay, nein, das Leben hätte ich schon ganz gerne. Yes. Und mein Cape fliegt fröhlich weiter. Tada! Geschafft. Ja, liebe Freunde. Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Tradition brechen. Diesmal wirklich. Nämlich, wenn wir nicht eine Welt in einem Part erledigen, denn wir haben noch einiges hier vor uns. Und ich werde das hier gleichmäßig alles lang, gleichmäßig lang halten. Deswegen, ja, war eine Frage der Zeit, bis das irgendwann passiert. Aber wir konnten es drei Welten durchziehen. Welt 4 wird da ein bisschen länger dauern jetzt. Also, tut sie ja schon. Wir haben sie jetzt ungefähr halb durch. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber im nächsten Part ziehen wir sie bestimmt durch. Bin ich mir fast sicher. Also, bis dann.